Die Ortschaft von Torresuda liegt direkt am Meer. Sie wird von einigen typischen architektonischen Arbeiten charakterisiert. Unter diesen ist unbedingt der Küstentor, der vom historischen und kulturellen Gesichtspunkt auch sehr wichtig ist. Er wird entweder Torresuda oder Torre di Suda, literarisch der Turm, der schwitzt, genannt. Es wird erzählt, dass irgendwann in der Geschichte der Turm nicht mehr als militärischer Wachturm diente. Er wurde folglich geschlossen und als Wassertank für die Bürger der Ortschaft genutzt. Im Anschluss an die Wasserausdünstung schien es, als ob der Turm zu schwitzen anfing. Daraus stammt der Name Suda, auf Italienisch schwitzt. Sehr suggestiv ist auch eine andere Theorie, laut deren der Name Suda von Udo, das heißt Wasser, stamme. Es handele sich aber nicht um das einst im Turm enthaltene Wasser, sondern um die Mündung einer Wasserquelle, die einst an der Küste dieser Ortschaft lag. Ab 2012 hat man angefangen, das gesamte Gebiet an der Küste zu verbessern und zu erschließen. So entsteht der Küstengarten des Mittelmeers, wo Bürger und Touristen Sport unter freiem Himmel treiben können und Kinder im neuen Freizeitpark Spaß haben. Die gesamte Küste der Ortschaft von Torresuda ist felsig, niedrig und glatt und erlaubt einen leichten Zugang zum Meer. Die Felsen der Küste sind dem Karstphänomen unterworfen, das über die Jahre mit seiner anhaltenden erosiven Tätigkeit zur Formation kleiner Grotten beigetragen hat, die smaragdgrüne Farbe des Meeresbodens widerspiegeln. Die Besucher können atemberaubende Landschaften genießen, salzige Luft atmen und die Farben der Felsvegetation und des wunderschönen Meeres bewundern.